Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es eine neue Häkelanleitung und zwar diese coole, süße, lustige Schlange. Diese ist auch biegsam, hab nämlich hier drin Draht. Ja, das zeige ich euch dann, wie ich das Ganze gemacht habe mit dem Draht. Das könnt ihr natürlich auch ohne machen, nur sieht das Ganze dann so aus. Und so kann man das Ganze so ein bisschen formen. Ja, mein Sohn hatte sich das so gewünscht und ich finde es richtig cool. Genau, ich erzähle euch noch eben was zu meiner Wolle, zu meiner Häkelnadelstärke und dann legen wir auch los. Viel Spaß beim Nachmachen! Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Warum bin ich so fröhlich war ich nie? Dann zeige ich euch erstmal meine Wolle und zwar benutze ich hier verschiedene Grüntöne. Genau, und noch so ein helleres Jan-Beige-Ton. Alles 100%ige Baumwolle, die passende Häkelnadelstärke dazu, 2 mm. Ihr könnt natürlich jede andere Wolle nehmen, die ihr so zu Hause habt. Wichtig ist jedoch dabei, dass ihr die passende Häkelnadelstärke habt, damit eure Arbeit am Ende einfach hübsch ausschaut und nicht zu locker oder eben zu fest. Ich beginne jetzt einfach mal mit diesem Grün. Ihr könnt natürlich alles in einer Farbe machen, ihr könnt mehrere Farben nehmen. Ich habe ja jetzt hier diese, wie viele Farben? 5 Farben. Ihr könnt natürlich auch mehr nehmen. Ich werde immer wieder mal die Farbe wechseln, dazu knote ich die andere dann mit dieser einfach zusammen und häkle einfach weiter, als wenn nichts wäre. Wir fangen an mit einem magischen Ring. Wenn du nicht weißt, wie dieser magische Ring geht, dann schau bitte in die Videobeschreibung. Da findest du ein ganz, ganz tolles Video, was 8 Minuten lang geht tatsächlich. Und da zeige ich es dir ganz genau, ganz langsam und den findest du in der Videobeschreibung. Wir machen in diesem Ring 6 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ziehen diesen Ring zusammen. Wir beginnen am Kopf. Genau, das wird der Kopf. Das war Runde Nummer 1. In der zweiten Runde werden wir jede Masche verdoppeln. Das heißt, aktuell haben wir 6. Und gleich, wenn wir hier wieder angelangt sind, müssen wir insgesamt 12 Maschen haben. In die erste Masche, da machen wir Nummer 1 und die Nummer 2 hinein. Wir gehen in die zweite Masche, da machen wir unsere Nummer 3 und die Nummer 4 hinein. In die nächste, die Nummer 5 und die Nummer 6. In die nächste, die 7 und die 8. In die fünfte, die vorletzte, da kommt unsere Nummer 9 und die Nummer 10. Und in die letzte Masche, das ist die Masche Nummer 6, da machen wir unsere Nummer 11 und die 12. Nun haben wir 12 Maschen. Wir schließen diesen Ring nochmal, machen den nochmal enger. Das Ganze schaut so aus. Jetzt können wir uns eine Markierungshilfe nehmen. Da braucht ihr nicht extra was kaufen. Da nehmt ihr einfach so ein Stück Faden in einer anderen Farbe und legen es hier rein. Das war Runde Nummer 2. In der dritten Runde werden wir jede zweite Masche verdoppeln. Wir gehen in die erste, häkeln eine feste, wir gehen in die zweite und hier machen wir 2 hinein. Und das machen wir im Abwechseln. Jetzt wieder nur eine feste und in die nächste wieder 2. Das macht ihr einmal komplett bis zur Markierung und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir hatten am Anfang 12 Maschen und dürfen dann gleich insgesamt 18 Maschen haben. Nun schaut das Ganze jetzt so aus. Markierung wieder rausnehmen, hier oben reinlegen. In der vierten Runde verdoppeln wir jede dritte Masche. Wir gehen hier in die erste, machen
eine feste, wir gehen in die zweite, machen eine feste und jetzt kommt die Nummer 3. Da machen wir 2 hinein, denn die wird verdoppelt. Das machen wir wieder einmal komplett bis hier vorne hin. Wir hatten eben 18 Maschen und dürfen dann gleich, wenn wir hier angelangt sind, insgesamt 24 Maschen haben. Markierung wieder rausnehmen. Nun haben wir insgesamt 24 Maschen. Und in den nächsten Runden, ich werde euch die Rundenzahl da oben hinschreiben, werden wir nur feste Maschen häkeln. Ich bin mir noch nicht sicher, wie viele. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal 5 Runden und dann sehen wir uns gleich nochmal. In jede Masche eine feste Masche, keine Zunahme, keine Abnahme. Das heißt, die 24 Maschen bleiben bestehen. 5 Runden lang und dann sehen wir uns gleich wieder. Schaut mal, aktuell schaut das Ganze so aus. Ich möchte halt nicht, dass es wie so eine Kugel ausschaut, sondern so eine etwas langgezogene Kugel. Deswegen häkeln wir noch weiter mit Runden, feste Maschen. Wir machen noch 3 Runden. Also wie gehabt, ne? Dann haben wir insgesamt 8 Runden lang mit feste Maschen. So, 3 machen wir noch. Und dann melde ich mich gleich und erzähle euch, wie es weitergeht. Jetzt gefällt es mir. Genau, hier kommen dann die Augen, Nase, Mund, also das Gesicht könnt ihr natürlich so machen, wie ihr wollt. Haare könnt ihr auch hier oben dran machen. Ich mache eine etwas lustigere, freundliche Schlange, sage ich mal. Deswegen auch so farbenfroh. Genau, aufgrund der Stecknadeln, den Augensstecknadeln, wenn ihr das jetzt, solltet ihr jetzt machen, damit ihr diese auch hier hinten befestigen könnt. Ich mache es einfach zum Schluss und mache das Ganze einfach mit Heißkleber. Genau, sollte man natürlich dann nicht Kindern zum Spielen geben, weil die Augen dann nicht fest sind. Ne? Ihr könnt das Ganze aber auch mit schwarzer Wolle machen, wenn ihr keine Augen da habt. Genau, ich mache das Ganze zum Schluss und deswegen häkel ich jetzt hier einfach ganz normal weiter. Und zwar nehmen wir uns da jetzt wieder einen Markierungsfaden. Wir werden jetzt in der nächsten Runde mit Abnahmen arbeiten. Wir haben aktuell 24 Maschen und werden jetzt jede dritte Masche eine Abnahme machen. Somit sind es am Ende 6 Abnahmen und wir dürften dann gleich wieder insgesamt 18 Maschen haben. Wir gehen in die erste und häkeln eine feste Masche. Wir gehen in die zweite, häkeln eine feste Masche. Und jetzt kommt die Abnahme in die dritte und die danach. Und das ist unsere Abnahme. Wir wiederholen in die erste eine feste Masche, in die zweite eine feste Masche. Jetzt kommt die Abnahme. Wir gehen durch die dritte, holen den Faden, durch die nächste holen den Faden und von hier oben mit dem Faden durch alle 3 Schlaufen. Das war die zweite Abnahme. Jetzt folgen noch 5 und dann dürften wir hier wieder angelangt sein und müssen insgesamt 18 Maschen haben. Wir holen den Faden hier wieder nach oben. Wir haben aktuell 18 Maschen. In der nächsten Runde werden wir jede zweite Masche eine Abnahme machen. Somit sind es wieder insgesamt 6 Abnahmen. Und wir dürfen gleich, wenn wir hier wieder angelangt sind, insgesamt 12 Maschen haben. Wir gehen in die erste, eine feste Masche. Und die zweite ist eine Abnahme. Die erste, eine feste Masche. Da kommt schon meine neue Farbe. Ich liebe es. Das macht unfassbar Spaß, so zu häkeln, immer wenn eine neue Farbe kommt.
Deswegen häkle ich auch so gerne mit Farbverlaufwolle. Die nächste ist eine Abnahme. Und das machen wir wieder eine Runde lang bis zur Markierung und dann sehen wir uns gleich wieder mit 12 Maschen. Nun schaut es so aus. Ihr könnt das Ganze jetzt mit Füllmaterial befüllen. Das Ganze könnt ihr ganz einfach, schnell und bequem über Amazon machen. Den Link dazu, den findet ihr in der Videobeschreibung. Und dann geht es gleich direkt weiter. Faden holen wir einmal nach oben. In der nächsten Runde, also wir haben aktuell 12 Maschen. In der nächsten Runde ist jede dritte Masche eine Abnahme. Insgesamt sind es 3 Abnahmen und somit dürfen wir gleich noch insgesamt 9 Maschen haben. Wir gehen hier in die erste, machen eine feste Masche. Nun haben wir noch 9 Maschen. Und den nehmen wir jetzt hier raus. Jetzt werden wir nur noch feste Maschen häkeln. Ganz viele Runden, feste Maschen. Wir machen keine Zunahmen, keine Abnahmen. Und ich melde mich dann einfach gleich nochmal, wenn meine Schlange lang genug ist. Und zeige euch dann nochmal das Ergebnis und wie es weitergeht. Nun schaut meine Schlange jetzt so aus. Ich habe um die 30, 35 cm. Hier habe ich kein Füllmaterial. Hier vorne schon. Aber nur damit das Ganze so ein bisschen Halt hat. Und jetzt wollte ich hier mit Deko-Draht arbeiten. Habe ich jetzt beim Action gekauft. Findet ihr aber auch bestimmt beim Teddy. Da müsst ihr mal gucken. Genau, ihr könnt es natürlich auch ohne machen. Dann macht ihr es einfach zu, wie ich es gleich zeige. Ihr könnt natürlich das Ganze auch mit Füllmaterial füllen. Macht, wie es euch gefällt. Ich weiß nicht, ob ich 2 reinmache oder eine. Ich versuche es jetzt einfach mal mit einer. So, diese kommt jetzt einfach hier durch. Auch wenn das zu ist und das ihr kauft es zum Beispiel in späteren Zeiten, dann könnte man einfach hier so zwischen und dann einfach reinschieben. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Sollte überhaupt kein Problem am Ende sein, falls ihr das zu einem späteren Zeitpunkt macht. Genau, jetzt gucken wir, dass wir uns hier vorziehen. So, jetzt machen wir hier oben das Ganze zu. Wir haben ja 9 Maschen. Wir machen jetzt mit Abnahmen weiter. Wir haben 9 Maschen und jede zweite ist eine Abnahme. Somit sind es 3 Abnahmen und wir werden am Ende nur noch 6 Maschen haben. In die erste, da machen wir eine feste Masche. Jetzt kommt geht ihr in die 2, holt den Faden, in die nächste holt den Faden, macht hier eure Abnahme. Das Ganze wiederholen wir noch 2-mal. Eine feste Masche, eine Abnahme, eine feste, eine Abnahme. Und dann müssten wir insgesamt 6 Maschen haben. Nun haben wir nur noch 6 Maschen. Das Ganze vernähen wir mit einer Wollnähnadel. Da lassen wir ein bisschen was dran für. So, und vernähen jetzt das Ganze zusammen. Einfach zwischen die Maschen gehen, einmal drumherum und dann können wir das Ganze am Ende auseinanderziehen. So, jetzt ziehe ich das Ganze. Das Ganze schließt sich. Dann kann man das Ganze nochmal hier so ein bisschen fest vernähen. Und wenn wir das haben, dann gehen wir hier einfach so hinein und kommen irgendwo hin, hier unten raus. Das ist nur,
um den Faden verschwinden zu lassen. Dann ziehen wir hier fest. Da ziehen wir wieder lang. So, dann können wir das Stück abschneiden. Und dann machen wir mit dem Gesicht weiter. Aber so schaut das jetzt aus. Und guck mal, jetzt kann man zum Beispiel... Tada! Wie cool ist das denn? Das gefällt mir so cool. Jetzt soll sie ein bisschen witzig aussehen mit großen Augen. Vielleicht auch noch ein bisschen Haare hier oben. Wir schauen mal. Ich beginne mit den Augen. Dann geht es weiter mit der Nase. Hier so in etwa soll eine ziemlich dicke Nase hin. So, wir beginnen mit einem magischen Ring und häkeln in diesen magischen Ring 6 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wir schließen diesen Ring. So. Ich häkle weiter in Spirale. Das war Runde Nummer 1. In der zweiten Runde werden wir jede zweite verdoppeln, jede zweite Masche. Somit müssten wir gleich am Ende insgesamt 9 Maschen haben. In die erste, da kommt eine feste. Und das ist die zweite Masche. Da machen wir 2 hinein, denn diese wird verdoppelt. Das Ganze wiederholen wir noch 2-mal und dann dürften wir insgesamt 9 Maschen haben. So, einmal noch. Eine feste. Und die zweite, die wird wieder verdoppelt. So schaut es dann aus. Ich schaue einmal. Oh ja, die dürfte groß genug sein. Dann würde ich sagen, wir häkeln noch 2 Reihen nur feste Maschen. Und dann hätten wir die Nase auch fertig. Dann nehmt ihr am besten einen Markierungsfaden. So. In jede Masche eine feste Masche, 2 Runden lang, keine Abnahmen, keine Zunahmen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt ziehen wir den Faden hier durch, lassen auch hier ein bisschen was dran, um das Ganze zu vernähen. So. Ja, das könnte aber auch Füllmaterial, auch hier könnte man ein bisschen Füllmaterial reinmachen, wenn man das möchte. Und könnt ihr natürlich so anbringen, wie ihr wollt. Also ich habe vor, diese so in etwa anzubringen. Hier kommt aber jetzt auch noch ein Mund und den mache ich, indem ich einfach nur sozusagen eine Halbkugel mache, Halbkreis. Also wir machen wieder einen magischen Ring und diesen magischen Ring, ich zeige es euch. Wir häkeln, jetzt muss ich überlegen, wir machen erstmal 5 Maschen, 1, 2, 3, 4, wir machen 5. Ziehen den Faden dann hier durch, lass noch hier ein Stück dran, um das Ganze zu vernähen und dann ziehen wir diesen Kreis zu, also nicht zu, wir ziehen dran, aber nicht komplett zu, so dass wir dennoch nur die Hälfte, also keinen Kreis haben, so in etwa und dann kommt das hier so dran, dieser hier so und dann kann man hier noch eine Zunge dran machen, ne, die hier so rausguckt. Genau, also das ist so meine Vorstellung. Das Nähen mache ich dann zum Schluss. Genau, dann müssen wir noch eine Zunge machen. Dafür brauchen wir ein bisschen Rot.
benutze übrigens immer hier die. Die habe ich bei Action gekauft. Und jetzt nehmen wir hier diesen Ton. Genau, ein bisschen für die Zunge. Davon brauchen wir jetzt wirklich nicht viel. Und das mache ich wirklich ganz, ganz einfach. Indem ich Luftketten mache. Häkel. Also den sogenannten Anfangsknoten, indem wir das einfach nur hier überkreuzen. Dann gehe ich in meine Nadel rein und ziehe mir das hier so durch. Dann habe ich da diesen Knoten. Und jetzt kann ich hier meine Luftmaschen machen. 1, 2. Ich glaube, das war es auch schon. Und davon würde ich 2 machen. Ich mache 3. 3 Luftmaschen. Dann ziehe ich das Ganze raus. So. Davon mache ich noch ein zweites. Und dann vernähe ich das. So. Also das kommt dann, ziehe ich dann da durch dieses Lochlein rein. Und dann hängt das so. Und davon mache ich dann 2. Genau. Ich glaube, das sieht toll aus. Genau, davon mache ich gleich noch ein zweites. Und dann geht es jetzt mit den Augen weiter. Dann geht es weiter mit den Augen. Ganz einfach, einen magischen Ring. Wir häkeln in diesen magischen Ring. Jetzt habe ich hier Füllmaterial, Moment. So. In diesen magischen Ring häkeln wir 6 Maschen. Nummer 1, Nummer 2, 3, 4, 5 und 6. Wir ziehen diesen Ring zusammen, gehen hier in die nächste Masche hinein, in die erste und machen eine Kettmasche. Also schließen diesen Ring mit einer Kettmasche. Ups, so, dann gehen wir hier nochmal durch, lassen ein bisschen was dran, um das Ganze zu vernähen. Dann ziehen wir das Ganze nochmal fester. So, den können wir abschneiden. Mit dem können wir dann vernähen. Und dann habe ich hier noch ein Steckauge. Der kommt hier so in die Mitte rein. Und dann befestige ich das am Ende mit Heißkleber. Ist dann natürlich nichts für Kinder. Ihr könnt das Ganze aber einfach auch mit schwarzer Wolle, ein kleiner Knoten aufnähen. Ne? Genau, das war es dann auch schon. Davon braucht ihr dann 2. Und dann wird das Ganze erstmal zusammengenäht. Und ich melde mich gleich. Tada, meine Schlange ist fertig und schaut nun so aus. Der Mund ist hier dran, dann die Zunge. Das sollte eigentlich hier ein bisschen zusammen näher sein, so in etwa. Ein bisschen Haare. Und das Ganze lässt sich verbiegen. Ich finde es richtig, richtig cool. Ich glaube, das wird meinem Sohn gefallen. Oder so. Sieht auch ganz witzig aus. So, ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video wieder. Tschüss.